So, und herzlich willkommen wieder zu NBA 2K13. Und was könnten wir heute machen? Drills, Legendentrainingslager, Shootaround, Trainingsspiel. Ich würde sagen, das nächste Spiel erstmal. Danach können wir ja noch aussuchen. Das letzte Spiel ging eigentlich von den Statistiken her. Aber, und was dann so. Ich habe auch ganz viel gespielt. Mal gucken, was heute kommt und gegen wen ich diesmal spiele. Gegen die Los Angeles Lakers. Mit Kobe Bryant, Paul Gasol, Dwight Howard. Okay, anscheinend ist Steve Nash verletzt oder der spielt nicht in der Starting Five. Und Metta World Peace ist anscheinend auch verletzt, weil Anton Jameson spielt. Aber mal gucken, was wird, weil Dwight Howard ist der beste Center der Welt, der Liga. Wie auch immer. Wer da was anderes sagt, kann zwar seine Meinung, könnte zwar seine Meinung sein, aber kann man eigentlich nicht. Ist eigentlich sehr unrealistisch. So könnte natürlich das Spiel aussehen. Denver Nuggets gegen Los Angeles Lakers. Jetzt! Oh, die haben ja eine ziemlich schlechte Bilanz. Nur 9-6. Steve Blake, Kobe Bryant, Anton Jameson, Paul Gasol und Dwight Howard. Das wird sehr schwer, würde ich sagen. Aber wir schaffen das natürlich. Sehr optimistisch bleiben. Wir schaffen das. Ja. Und wer gewinnt den Hochball? Mein Tipp ist, oh, wir spielen schon wieder auswärts. Spielen wir denn nie zu Hause oder so? So, und vorspulen. Erstes Viertel. Wir führen mit 22:15. Eine Minute Verschluss. Und wen darf ich verteidigen? Die 9. Also, Anton Jameson, oder? Oder mit World Peace. Mal gucken. Now to Kobe. Und Kobe Dreier. Nicht Dreier, sorry. Mit dem Fadeaway. Ups. Was passt denn den Ball so komisch? Okay, komische Aktion. Naja. Wen verteidige ich denn da? Die 9. Oder ist das die 9, oder? And again, no good by the Lakers. Back to Iguodala, and the whistle blows on the backcourt violation. He went over and back. Oh mein Gott, was passt denn nicht so da vorne? Nur weil ich nicht auswähle. Okay, hätte ich auch selbst machen können. Steals, komm. Blake, nein. What, Metta World Peace? Kobe. Kobe's got his first points of the game. Back in the Nuggets, even with that young team we've been talking about, they were able to keep that playoff streak alive with Coach George Karl, and it was like they, you know, Steve, were rebuilding on the fly. No question. Und 2 Punkte, verwandter Wurf, sehr schön. Wer Midrange Jump Shot oder war das ein Midrange Jump Shot? Oh, gute View of Defense. Naja. Kobe.
Achso, Barnes ist das. Mit der neuen. Ah! Wieder was Neues hinzugelernt. Und das erste Viertel ist zu Ende. 2 Punkte. Geht 24-17. Mal gucken. Am 4. Dezember bei 2K Sports. Kevin Durant. Kevin Durant und die Oklahoma City Thunder. Darren Williams. Es wird wirklich ein interessantes Duell. Thunder gegen Nets. Setz dich, ich nenne deine Nummer. Cool. Und, oh, schon in der 3. Minute eingewechselt. Das wird Winnerschütterdegen. Wieder jemand. Nein, wieder jemand. Cooler Kommentar. Taking a look at the Nuggets. Magician, he's in a small forward. Okay. Oh, Kobe. Ah, irgendwie klar, dass er trifft. You know, it's easy to take it for granted because we're so used to seeing him make those kinds of plays. Let's check out what Doris Burke has for us. Well, Magician in the last matchup against the Warriors. Neuer Spieltipp. Ah. Danke für den coolen Tipp. Aber er hat voll der Assist-Killer. Der hat meinen Assist kaputt gemacht. Ist der garantiert? Ja, genau. Ich spiele 10 Sekunden. Und dann darf ich weiter. Okay, Halbzeit. Die Statistiken sind garantiert überragend, wie man hier sieht. Aber wir führen immerhin. Dann bekomme ich halt extra Fähigkeitspunkte. Welcome to the 2K Sports Studios. Knapp vor Wii. 12 Punkte. Going on tonight. Let's check out how the first half is gone. A view here of the skyline over Los Angeles. Oh, Los Angeles Skyline. Schön verpixelt. Also nicht verpixelt, aber die Kamera sieht nicht so schön aus. Ein drittes Viertel. Simulation, ja. Oh, es wird knapp. Also von den Punkten her. 55, 54, Small Forward eingewechselt, World Peace. Darf ich wahrscheinlich verteidigen. Ja. Ach komm schon. Und es ist Goaltending. Und ich darf jetzt Matt Barnes verteidigen. Cool. Kobe spielt Aufbau? Ja. Passiert nicht so oft, glaube ich, oder? Ob die... dass der Aufbau in einem Spiel spielt. Naja, immerhin bekommt er schon viele Würfe. Ja. Und der Floater bei Trey Lawson. Another skill that you love to see in a player, the ability to create a high quality shot to himself off the dribble. Go back to that matchup for the Lakers against Denver. Kobe's illness. Oh, mein Gott. Our chest out with the suspension metal world piece and I've gotten the late regular season suspension with the elbow to the side of the erfolgreiches box out. Cool. Certainly facing their struggles. Yeah, and those struggles caught up to them in the next round, Kevin, when they ah, schade, Foul provozieren, immerhin. Matt Barnes. Zu spät, ups. Komm schon. Und jetzt. Zu früh.
Oh mein Gott, zwei Freiwürfe verfehlt. Guter Wurf, Defense und den Rebound. Antoine Jameson's checked in for Hill. Ebanks comes in for Matt Barnes. And it's Jody Meeks in for Kobe. Lawson. Rebounded by the Lakers. Howard's got seven rebounds in the game. Well, as good as Denver might be, as you were saying, Steve. Und voll. Und pass, pass, pass. Da war ich kurz frei. Aber auf, renn zurück. Naja. Da wollte ich schon vorne bleiben, dass die Fans so Speed bekommen. Oder ja, so verlieren wir garantiert. Some tough offensive sets. They want to turn it around. Yeah, they need a basket just to regain some momentum here, guys. Here's Magician. Pass to Gallinari. To the inside. Here's Magician. Gute Ballbewegung. That's a shot he's got to hit. You don't get. Ja, den muss ich treffen. Ich weiß, Kommentator. 4, 3, 2, 1. Bis zum Spielende in Führung. Cool. Sechs Punkte. Also das heißt, wir müssen gewinnen, oder? Heißt es, wir müssen zum einen Moment in Führung sein oder am Ende gewinnen? See the show and make yourself heard. Come out and support your home. Ja, ich weiß, haben wir schon tausendmal gehört. Sprite Container Game. Thanks, Kevin. Today it's the Lakers coming away with the uncontainable game. No big errors on their part, and they've been the team that wants it more so far. It's that extra. Danke, Coach, für dein Verständnis. And thank you, Doris. Ja, fast führen wir schon. Noch drei Punkte. Small Forward bin ich. Ja, C plus mit Spielernote zwei Punkte. So noch zwei. Noch zwei Körbe, zwei, drei Körbe, dann schon schön. Oh mein Gott. Da bin ich geflogen. Was, Howard? Mein Gott. Kann denn niemand den Rebound holen? Gute Ballbewegung. Cool. They can't seem to stop anybody inside. Aha. Nur sieht man die gute Ballbewegung leider nicht in den Statistiken. Fuck. Mal voll gesorgt, man kann ihn niemals ausboxen und so. Also ist zwar ein bisschen schwer, aber. Nein, ich will nicht Dwight Howard verteidigen. Nein. Mal gucken, wie viele Fehler ich beim. Ja. Turn Pass Gegenspieler. Dings Punkten erlaubt. Oh, nach geblockt. Oh mein Gott. Was war denn das da? Für ein cooler Dank. Es ist schade, dass bei dem Spiel es unrealistisch ist, dass Howard so gut ist. Also ist zwar wirklich so, dass er überragend ist, aber. Chandler outside. There's a good screen. McGee, good. McGee's got 4 points this quarter. Starke Leistung, cool.
Ja, 72-81, sofort, wenn ich ausgewechselt werde, verlieren die eiskalt. Ja. Okay. Könnte ich zwar auch ein bisschen besser spielen, aber... World Peace, the best of Barnes. Back to World Peace. He's against Miller. World Peace dishes to Jameson. Now the dish to World Peace. Gasol, a screen on Miller. And Jameson backs in. He kicks to Howard. Gathers. Ja, genau. Howard trifft natürlich immer. That should definitely do it. Now it's starting to get out of hand. Yeah, they're not just running to the finish line. They're running through the finish line right here. They're piling on a bit. Here's Miller. Drops it in from 14 feet away. 17 seconds left to play here in the fourth. Come on. Verloren. La 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 la. La 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 la. Bam, 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 bam. Und nachdenken. They pulled off this ring climb with respectable performances on both ends of the floor. Yeah, I think it was just really a nice overall effort, Kevin. So that'll do it for now for Clark Kellogg, Steve Kerr and Doris. Oh mein Gott, das Spiel war ja überragend. Ha. Schlecht. 29 Punkte, cool. Also 29 Fähigkeitspunkte. Okay, Spielstatistik. Nö, müssen wir nicht sehen. Ja, hier, Iguodala war heute ganz schlecht. Hier, ein Punkt. Howard, 20. Warte mal. Spielertabelle. 16 Rebounds. Hat nicht... Gasol nicht irgendwie ziemlich viele Rebounds gehabt. Achso, 3 auf uns. Okay, ja. That was a game you must have felt like you let slip away. What was the mood in the locker room following a loss like this? Keiner war glücklich. Teamchemie, ja, Fans sofort. Immerhin ist die Teamchemie hochgegangen.